Sherpas ist im Prinzip ein Volksstamm, die um den Mount Everest herum leben. Also auch auf der chinesischen Seite zum Beispiel. Ich habe früher auch immer gedacht, das ist im Prinzip ein nepalesisches Wort für Träger. Ja, ja. Das ist aber nicht so. Das ist halt ein Volksstamm, die sind besonders adaptiert an die Höhe und können gerade im oberen Bereich relativ, also ab 5000 Meter oder wie auch immer, sich relativ, sag ich mal, so normal bewegen. Die atmen auch schneller, es sind ja auch nur Menschen, aber sie sind einfach gewöhnter an die Situation. Wir hatten Träger und die sind zwar auch dran gewöhnt, aber es waren in dem Fall keine Sherpa.